Sehr geehrte Frau Präsidentin, Hohes Haus, Frau Bundesminister, ich bin hier jedes Mal fasziniert, wenn ein Grüner da am Rednerpult steht und sich als große Verbotspartei und als Gerechtfertigungsfanatiker hier herstellen. Aber gleichzeitig, wenn es darum geht, die Gesetze einzuhalten, nehmen wir her die Asfinag, den Labautunnel, nehmen wir her die ganzen Bauprojekte, die beschlossen wurden, bis jetzt hier auch im Hohen Haus und auch von der Bundesregierung, dann steht man auf der Bremse. Also Sie richten es genauso, wie Sie es brauchen. Das ist der Punkt. Und das ist der Fehler in dieser ganzen Systematik, wie Sie es aufbauen. Und da komme ich auch zu Ihnen jetzt, Frau Bundesminister, ganz genau. Dieses KFG, das Sie da jetzt vorlegen, diese Anlassgesetzgebung, ist ja spannend. Ist ja wirklich spannend, ohne Anlass. Ja, der Anlass ist das GDI-Treffen, deswegen haben wir einen Sonderausschuss machen müssen, hier im Hohen Haus, damit Sie dieses Treffen in dieser Art und Weise abdrehen wollen oder somit so weit zu verunstalten, dass es im Endeffekt diese Tuning-Szene, wie man sie auch immer nennen möchte, dementsprechend beschneiden wollen oder zumindest auch einen gesamten Wirtschaftszweig in dieser Art und Weise beschneiden wollen. Dass es darum geht, Herr Kollege Wratschnik, da bin ich bei Ihnen, Unfälle zu vermeiden. Absolut. Auch dementsprechend die Gesetze, die es jetzt gibt, die Maßnahmen, die genötigt oder notwendig gewesen sind, umzusetzen, da bin ich auch bei Ihnen. Aber jetzt das so zu verschärfen und zu verunglimpfen in dieser Art und Weise und noch zu detaillieren, ist ja eigentlich einzigartig. Das sind ja planwirtschaftliche Methoden mittlerweile. Das sind ja planwirtschaftliche Methoden, dass ich jeden einzelnen Punkt und Beistrich dermaßen gesetzlich terminisieren muss, dass ich hierher gehe und wirklich alles auf Punkt und Beistrich. Wo ist hier die Freiheit der Menschen oder insgesamt auch die freie Äußerung oder zumindest die freie Art und Weise, hier dementsprechend sich zu entfalten, die Kreativität? Aber die Stellungnahmen, vom ÖMTC und vom ABÖ sind ja eh vernichtend. Die sind ja vernichtend von beiden Autofahrerclubs, wie sie diese Gesetzesmaterie, dieses KFG dementsprechend geschrieben haben. Und hier, ich habe es ja auch im Ausschuss erwähnt, das Beispiel ist ja, also wir können uns hier weiterspinnen. Jetzt geht es um die Autofahrer. Nehmen wir die Skifahrer oder den Wintersport. Jetzt bin ich ein Skifahrer. Wir stören jetzt die Snowboarder hypothetisch auf der Skipiste. Das sind das die Nächsten, die wir von der Skipiste verdrängen. Also das sind ja alles Dinge und Maßnahmen, die Sie hier ans Tageslicht bringen, die im Endeffekt sehr, sehr wehtun und im Endeffekt weder für die Sicherheit der Autofahrer was bringen, noch für diese Veranstaltung in Kärnten. Und ich hoffe, dass sich alle an dieser Veranstaltung in Kärnten auch in Zukunft erfreuen können und hier eine gute Veranstaltung für alle machen.